Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe des Podcasts über die Revolution 1848-49. Heute wieder mit dem famosen Christian. Hallo Christian. Hallo. Und Ecke bin der Ecke. Oder auch Dennis, je nachdem. Und heute ist der zweite Teil. Wir haben das letzte Mal für schon über die Dings gesprochen und jetzt habe ich mein Dings zugeklickt, da habe ich ihn wieder, über die Soldaten oder kam zur Revolution und zur Armee in der Revolution, haben zum Schluss über die Ausrüstung der Soldaten gesprochen. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Na klar. Jetzt ist der eine Aufnehmer erst grün geworden. Ja, vorher ist okay. Der rote an, ist das richtig? Der Crack? Ja. Aber jetzt ist er wieder aus. Das ist normal. Okay. Macht aber nichts. Das kann ich rausschneiden. Also das ist normal. Der zeigt jetzt gar nichts mehr an. Ah, okay. Aus Gründen. Warum auch immer. Nee, okay. Ich sag nur nicht, dass er nicht aufnimmt und... Nee, alles gut. Na, im Endeffekt reicht es, wenn einer aufnimmt. Achso, alles klar. So. Wir haben über den Soldaten in der Revolution gesprochen oder vielmehr kurz vor der Revolution, dass die Perkussionsgewehre eingeführt wurden. Und jetzt gab es auch noch eine weitere Neuerung, das Zündnadelgewehr. Warum, weshalb, wieso? Mit dem Zündnadelgewehr wollte man eine Waffe finden, die einmal von hinten zu laden ist, was natürlich modernisierungstechnisch gesehen ein ganz großer Fortschritt ist, weil das Laden viel schneller geht. Zudem hätte man dann eine Patrone gehabt, die sowohl das Zündhütchen wie auch die Patrone selbst beinhaltet. Das heißt, man muss nicht erst vorne die Kugel reinstopfen und dann hinten das Zündhütchen aufsetzen, sondern hat in einem Ganzen zusammen. Und natürlich muss man sehen, dass die anderen Armeen, gerade die Franzosen, auf dem Forschungsgebiet der Waffentechnik weit voraus waren und man da früher oder später sowieso hätte nachziehen müssen. Jetzt kann man natürlich sagen, dass 10 Jahre zuvor erst die Perkussionszündung in Preußen eingeführt wurde, was eigentlich auch schon viel zu spät war. Weil schon während der Napoleonischen Kriege haben die Franzosen ja mit der Perkussionszündung schon experimentiert. Also da war Preußen ein bisschen hinterher und wahrscheinlich, also mit das Zündnadelgewehr konnte zum Beispiel an das Chassepot-Gewehr von den Franzosen nie wirklich heranreichen. Chassepot-Gewehr? Ja, das ist theoretisch auch ein Zündnadelgewehr, aber halt das französische Pendant, was technisch viel weiter ausgereift war als das preußische Modell, das man später dann versucht hatte, mit diversen Nachbesserungen wieder wettzumachen. Aber 48, 49 ist deswegen auch für das Zündnadelgewehr interessant, weil die ersten Ausführungen halt in die Truppe gelangten. Die Füsilierbataillone der Regimenter bekamen zur Erprobung halt das leichte Perkussionsgewehr, wie es aus Geheimhaltungsgründen genannt wurde. Dahinter versteckte sich halt das Zündnadelgewehr. Viele Historiker oder auch Geschichtsdokumentationen im Fernsehen sagen immer, dass das Zündnadelgewehr die Wunderwaffe der Preußen war. Wenn man jetzt den ganz kurz abschweift, Krieg von 1866 zum Beispiel, da mag das allein eine psychologische Wirkung gehabt haben, weil das Schnellfeuer allein die Österreicher vermutlich schon aus der Fassung gebracht hat. Im Krieg gegen Frankreich zum Beispiel oder auch gegen Dänemark war der große Vorteil der Preußen, dass sie einen besseren Generalstab hatten als die feindlichen Armeen. Gerade in Frankreich war das so, weil sich da der Kaiser einmischte und die Kompetenzen da gar nicht geregelt waren, wer jetzt was, wo, wann zu sagen hatte. Ich glaube, das waren die Gründe, warum die Dänen und auch die Franzosen so schnell unterlegen sind und nicht das Zündnadelgewehr, weil die Franzosen, wie gesagt, die hatten eine viel bessere Bewaffnung als die Preußen. Allerdings nicht in der Artillerie, aber bei den Infanteriewaffen schon. Das dazu. Aber wie gesagt, das Zündnadelgewehr kam
jetzt in die Truppe und sollte erprobt werden. Und in Dresden 1849 bei den Maiaufständen wurde es auch schon eingesetzt. Und da hat man auch gemerkt, dass die Reichweite gegenüber den Perkussionsgewehren schon etwas besser war, beziehungsweise nicht die Reichweite, sondern die Zielgenauigkeit auf der normalen Kampfdistanz. Hm. Und das Sündnergewehr hinterher in Baden hat natürlich auch da schon einfach den Vorteil gehabt, dass die schnelle Schussfolge einfach den badischen, ja, den Freischärlern, die waren sowieso nicht richtig gedrillt waren, dass denen haushoch überlegen war und psychisch so zusetzte. Wenn man jetzt die Schlacht von Waghäusel nimmt, wo ich meine, es wäre ein Bataillon, eine Kompanie, muss eine Kompanie gewesen sein, Jäger, die beziehungsweise auch Füßeliere, die die Zuckerfabrik in Waghäusel gehalten haben, die konnten den Baden dann ein Schnellfeuer entgegensetzen. Die dachten, da wäre ein ganzes Bataillon drin. Es war letztendlich nur eine Kompanie. Und die mussten viermal stürmen, bis sie die Zuckerfabrik erobert haben. Mhm. Großen Verlusten. Also es, so gesehen, es war eine gute Neuerung für die Armee, aber halt nicht die Wunderwaffe, wie sie heute vielleicht manchmal dargestellt wird. Hm. Noch dazu. Ich glaube, mehr muss man dazu auch gar nicht sagen. Was hast du denn für eine Musik im Hintergrund? Hörst du das? Ja. Okay, dann muss ich das wohl ausmachen. Ein bisschen, ja. Okay. Bitte. Ja, ist aus. Wunderbar. Du hattest gerade gesagt, die Österreicher, waren die noch später dran mit der Einführung vom Zündnadelgewehr? Die Österreicher, muss ich ehrlich gesagt sagen, ich weiß gar nicht, ob die Zündnadelgewehr hatten oder ob die schon direkt zu so einem... Tut mir leid, also Österreich ist bei mir komplett... Ja, gut, ist jetzt ja auch nicht unser Thema. Nee, das stimmt, aber Österreich, das ist... Also ich weiß, dass die 66 noch die Perkussionsmusketen hatten. Hm. Und danach hatten die ja in dem Sinne bis zum Ersten Weltkrieg erstmal so nichts mehr. Hm. Thema Perkussion, heißt das, die das war ein Hinterlader dann? Oder wie wurde das anders geladen? Zündnadelgewehr? Hm? Das war ein Hinterladergewehr. Ja, das ist schon, wie man das auch von den modernen Karabinern kennt, hatte halt so einen Hebel, der wurde aufgeschoben, dann konntest du das Patronenfach aufziehen, Patronen reinschieben, wieder zu, den Hebel wieder umlegen und dann konntest du schießen. Mhm. So, ne? Konntest du vorher 3 Schuss in der Minute abgeben, konntest du jetzt 6, von 6 bis 10, je nach Ausbildungsstand des Soldaten, konnte er von 6 bis 10 Schuss abgeben, wo ein Schütze mit Perkussionsgewehr 3 Schuss in der Minute abgeben konnte. Wenn man sich mal gegenhält, ne, das ist schon gewaltig. Ja. Natürlich haben die ganzen konservativen Militärs dann wieder geschrien, ach, was für eine Munitionverschwendung und es wird nur noch geschossen, damit nicht mehr gezielt. Hat sich aber so nicht bewahrheitet, wie es schon bei den Perkussionsgewehren gewesen ist. Da haben sie auch immer geschrien, ach, der Munitionsverbrauch wird steigen und die Soldaten zielen gar nicht mehr richtig, schießen nur noch. Ich glaube, das haben sie bei jeder Einführung, selbst beim Maschinengewehr werden sie das noch gesagt haben. Ja, klar. Das ist ja immer eine Munitionsverschwendung. Immer. Ja, und immer alles Neue ist sowieso immer schlecht. Mhm. Und wir haben das ja schon immer so gemacht. Ja. War dann der Zündhütchen hinten in der Patrone mit drin, oder musstest du das bei der Nein, genau, das war ein bisschen anders aufgestellt. Da, wenn man sich die Patrone vorstellt, hat man einen langen Papierzylinder in der Hand. Und vorne im Zylinder ist eine Spitzkugel drin, dann kommt das Zündhütchen und dann kommt die Pulverkammer. Das heißt, die Zündnadel durchstieß erst das Pulver, traf dann direkt hinter dem Spitzgeschoss auf das Zündhütchen, entzündete das Pulver und trieb das Ganze nach vorne. Was natürlich zur Folge hatte, dass die Zündnadel immer den Explosionen ausgesetzt war, was eine hohe Abnutzung der Zündnadel zur Folge hatte, weswegen die Soldaten auch immer mehrere, ich glaube 2 oder 3 gehörten immer ins Reservepaket. Mhm. Wir hatten ein richtiges kleines Ersatzteilpaket für die Zündnadelgewehre. Die haben sie extra eine Tasche an Tornister bekommen hinterher, wo das reinkam. Und da waren dann halt auch Ersatzzündnadeln drin, weil die halt so eine hohe Abnutzungsrate hatten. Und wie oft musste man so die Zündnadel wechseln? Oh, das kommt drauf an.
Warst du im Krieg oder in Friedenszeiten beim Manöver oder einfach beim Übungsschießen, war der Abrieb natürlich nicht so häufig wie im Gefecht. Ja gut, also im Endeffekt. Schnell mal so 60 Schuss da durchgebraten hast. Eine andere Zahl kann ich jetzt nicht festmachen, das müsste ich nachlesen, aber ich glaube, das kann man so auch gar nicht. Halt nur, dass der Verbrauch an Zündnadeln höher war als Ersatzteile bei der Perkussionsmuskete zum Beispiel. Okay. Weil wir hier wirklich, also das, eine Nadel, die ist vielleicht, ich weiß nicht, lang wie in den Zeigefinger einer normal ausgewachsenen Hand. Auch so dünn wie so eine Nähnadel oder dicker? Ja, wie eine Stricknadel, würde ich sagen. So ein bisschen dazwischen. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Soldaten in der Revolution. Du hattest gesagt, du würdest gerne zum Anfang mal über den inneren Zustand der Armee sprechen. Ja. Ich denke, es ist ganz interessant, wenn man sich die Armee an sich mal vorstellt. Das war eine wehrpflichtige Armee. Die Jungs mussten dann halt einrücken und die kamen ja aus dem Volk. Und wenn jetzt im Volk es gärt und rumort, dann muss man sich ja zwangsläufig fragen, wie steht es denn um die Jungs, die dann in der Truppe sind, vielleicht noch Briefkontakt nach Hause haben oder vielleicht mal auf Urlaub sind oder so und dann halt in Kontakt kommen mit ihren Geschwistern, Eltern, Onkeln, Schwestern, keine Ahnung. Und die halt ja revolutionär vielleicht eingestellt sind oder sympathisieren mit der Revolution, wie auch immer. Was macht das mit den Soldaten? Was passiert mit den Soldaten? Und es ist recht interessant, finde ich, dass die preußische Armee, weil man kann das, glaube ich, verallgemeinern, bei den Bayern weiß ich es nicht so ganz genau, da habe ich einige Beispiele, die vielleicht dagegen sprechen, aber selbst im Beginn der badischen Armee, bevor die gemeutert hat, die waren relativ Preußen, relativ fürstentreu, nicht preußentreu, fürstentreu. Warum das so ist, das hat mich immer interessiert und es ist interessant, dass, wenn man sich das mal so anguckt, das Militär war ja auch immer Polizeimacht. Das heißt, wenn immer was passierte oder eine Räuberbande war oder im Wald wurde verbotenerweise Holz geschlagen, so, es rückten immer die Pickelhauben aus und mussten dafür Ruhe und Ordnung sorgen. Und das Interessante ist, dass ich glaube, der Großteil der Revolutionäre, ich spreche jetzt erstmal nur von Preußen, weil es ja um deren Armee geht, die haben sich auch nicht immer nur gegen die Fürsten oder den Adel oder die Obrigkeit gestellt, sondern gleichzeitig auch immer gegen das Militär. Und deswegen waren die Soldaten, glaube ich, auch immer gegen die Demokraten eingestellt. Oder nicht immer, aber häufig. Es gibt ein... Ich denke, wir können das, wir haben da mal ein paar Zitate aufgenommen. Ich glaube, die werden, ein paar können wir vielleicht auch in den Podcast einbinden. Da gibt es ein nettes Zitat von dem Hermann Seul. Das ist ein Westfale, der bei der Gardeartillerie in Berlin gedient hat. Und zwar auch im März 48. Den 18. März 48 hat er mitgemacht in Berlin. Und der hat einen Brief an seinen Freund geschrieben. Aufgrund der Erlebnisse, die er in Berlin gemacht hat. Und das Interessante ist, dass er mit dem König quasi bricht. Also er sagt, dieser König hat uns verraten, uns als Soldaten, uns als Volk. Ja, wir wollen mit dem nichts zu tun haben. Gerade uns als Soldaten ist er in den Rücken gefallen. Wir haben für ihn unsere Haut zum Markte getragen und er schickt uns wie geprügelte Hunde aus der Stadt. Aber gleichzeitig sagt er, wenn aber die Armee zerfällt, was passiert mit unserem Land? Weil die Angst vor den Russen und Franzosen, die muss wohl noch so präsent gewesen sein, dass er sagt, diese Bürgerwehren und so, die können das Land doch gar nicht verteidigen. Wir brauchen die Armee. Und deswegen ist für ihn klar, dass er bei der Armee bleibt und ihr weiter treu dient. Das ist interessant. Wenn andere Soldaten, Offiziere, Unteroffiziere genauso gedacht haben, und möchte ich gerne von ausgehen, dann erklärt das zum einen, warum das so ist, zum anderen ist ja, wie gesagt,
wenn sich das Volk und die Demokraten gegen mich stellen, da habe ich auch keinen Grund, zu denen zu gehen, um mir anzuhören, was die zu sagen haben. So. Mhm. Das ist von vornherein klar, das sind irgendwelche Aufrührer, Randalierer. Da gehe ich halt mit meinem Bajonett dazwischen und dann sorge ich für Ruhe und Ordnung. Was auch für meine Familie und so am besten ist. Das ist ganz interessant. Und wenn es mal Aufstände gegeben hat, wir reden hier von Aufständen, also laut der Militärdoktrin, beziehungsweise laut der Vorschriften und dem Beschwerderecht der Soldaten, war es ja schon so, dass wenn mehr als zwei Soldaten sich beim Offizier beschweren, da schon von einem Aufruhr gesprochen werden muss. Also es war verboten, dass mehr als zwei Soldaten zu ihrem Kompanieführer gehen, um sich über irgendwas zu beschweren. Und wenn es mal irgendwas gab, oder was es damals recht häufig war, dass die Soldaten versuchten, ihre unmittelbaren Lebensverhältnisse zu verbessern. Sprich die Verpflegung, die Bekleidung, irgendwelche alltäglichen Dinge, die geändert werden sollten. Dafür sind die Soldaten eingetreten und haben zum Beispiel die Entlassung von in ihren Augen unrechtmäßig festgenommenen Kameraden erwirkt. Und dadurch, dass sie halt einfach vors Militärgefängnis gezogen sind und da lautstark demonstriert haben und dann haben die einen Redelsführer reingeschickt, der hat dann gesagt, hier, Kamerad Schnürschuh, der hat sich ungebührlich benommen, weil das Brot vergammelt war. Wir sehen nicht ein, dass der hier arrestiert wird. Wir möchten gerne, dass er wieder freigelassen wird. Solche Dinge sind häufiger passiert, aber dass die jetzt irgendwie versucht haben, überzulaufen zu den Demokraten, das ist nicht passiert. Wobei wir da eine Ausnahme müssen, interessanterweise bei der Gardeinfanterie, bei der preußischen Gardeinfanterie, die in Potsdam stationiert war, die ist tatsächlich, da sind einige Kompanien übergelaufen zu den Demokraten, das wurde aber durch, wie soll es auch anders sein, durch anderes Militär blutig niedergeschlagen. Mhm. Und das ist so die richtig große Fraternisierung des Militärs mit den Demokraten gewesen in Potsdam. Abgesehen von den Landwehr-Demonstrationen und Meutereien später 1849 zugunsten der Reichsverfassungskampagne. Aber es war halt kein Linienmilitär. Also das möchte ich dann nochmal gerne trennen. Und weiß man, warum gerade die übergelaufen sind? Potsdam? Mhm. Also die Quellen von damals sagen natürlich, dass subversive Kräfte in die Truppe einsickerten und mit Alkohol und Tabakspenden die Soldaten gefügig gemacht haben. Was mit Tabakspenden? Ja, gefügig gemacht. Ja. Deswegen kann ich mir das merken. Das war so schön wie mit Alkohol und Tabakspenden. Also kurz, die haben die besoffen gemacht und haben sie in das Ei getrichtert hier, von wegen hier, geht jetzt alle auf die Straße und kämpft für die Demokratie und das waren wahrscheinlich, vielleicht waren es nur, was weiß ich, lass es mal 100 Jungs gewesen sein, die sich da haben verführen lassen oder die dann das Dufte fanden, ein bisschen Krawall zu machen und überhaupt nicht nachgedacht haben, was da nachkommt oder so. Mhm. Witzigerweise ist das natürlich kaum dokumentiert. Du findest das in der Regimentsgeschichte gar nicht. Und im Internet oder bei anderen Recherchen, da findest du immer nur so lapidar, entweder eine kleine Randnotiz in einem Tagebuch oder in einer Zeitung irgendwo, aber wirklich so zu den Hintergründen steht da nicht viel drin, außer halt dieses übliche, ja, Kräfte von außen haben versucht, etc. pp. Mhm. Aber Fakt ist, diesen Aufstand, diese Revolte gab es und wie gesagt, ich finde es interessant, dass es ausgerechnet bei der Garde passiert, aber es ist halt auch nur ein Name. Diese Tabakspenden. Ja, ja. Vielleicht haben sie damals schon irgendwelche Joints geraucht oder so. Aber man kann sagen, zu der Zeit gab es keine Polizei, sondern das war das Militär. War gleichzeitig Polizei. Es gab schon eine Polizei. Also das muss man, also zum Beispiel Berlin hatte eine große, und zwar vergleichsweise große Polizeitruppe. Wenn ich jetzt zum Beispiel Iserlohn nehme, das war in Westfalen eine sehr bedeutende Industriestadt. Die hatten, lass mich lügen, zwei Gendarmen und drei oder vier Polizeidiener.
die haben in einer 5.000 oder 6.000 Seelengemeinde Stadt haben die für Ruhe und Ordnung gesorgt. Das reichte damals. Und wenn es mal zu großen Aufläufen kam oder so, dann musste halt das Militär ran, weil die Polizeitruppen so gering waren. Aber für den normalen Alltag, in Anführungszeichen, reichten halt, damals reichte es ja schon, wenn der Gendarme um die Ecke kam, da sind die Gangster ja schon reiß ausgenommen. Nein, dann haben die Gangster reiß ausgenommen. So. Also zwar ein bisschen anders mit den großen, in Anführungszeichen, Polizeitruppen, wie wir sie heute haben, das brauchte man damals noch nicht. Allerdings war die polizeilichen Aufgaben dann, und zum Beispiel die Bettelvögte und so, es war so die Zeit in manchen Orten oder mal auf manchen Dörfern, manchen Gemeinden oder in Regierungsbezirken gab es solche Einrichtungen noch. Das hat ja, heute macht ja sowas alles die Polizei, Verkehrsregelung etc. pp. Damals hat der Dorfvogt hat zum Beispiel die brandpolizeilichen, also Brandschutzsachen und sowas, das hat der alles übernommen. Dann hat der Bettelvogt geguckt, wer geht hier einen aus, wer darf hier betteln, wer nicht. Oder Bettelvogt? Was ist, macht der genau? Der hat die Bettler unter sich. Das ist der guckt, wer hier bettelt, also wer kommt in die Stadt rein, was ist das für einer, hat er Geld, will er hier betteln, wenn ja, fliegt er raus oder ich arrestiere den oder wie auch immer. Ja. So, ganz kurz beschrieben. Also, so ein Ordnungsamt quasi, wenn man so will. Was heute das Ordnungsamt macht, das war halt so. Unter anderem das Ordnungsamt, ne? Da haben die sich so das alles so ein bisschen verteilt und heute ist halt vieles auf die Polizei gebündelt, was damals noch nicht war. Zum Beispiel der Polizeidiener, wenn man das so nimmt, das war, der hatte in der Stadt, war er dem Gendarm unterstellt, aber hatte auch zum Beispiel Botengänge zu tun für die Stadtverwaltung. Das heißt, wenn jetzt, er hat zum Beispiel auch die Einberufungsbescheide der Armee verteilt an die Leute oder wenn irgendeine Vorladung war zum Gericht oder so, das hat immer der gemacht. Na, das war auch so ein Büttel, so ein, jetzt kein richtiger Polizist in dem Sinne, war auch nicht ganz so angesehen wie der Gendarm. Okay. Und wie gesagt, ich glaube, also der innere Zustand der Truppe war recht fest, loyal dem König gegenüber. Hatte natürlich auch so den Vorteil, ich sag mal, in der Armee zu sein, gerade während der 1847, 46, während der Hungersnot und so. Da hatte das Militär ja hinterher, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, hat das Militär erlaubt, dass die Soldaten das empfangene Brot verkaufen oder an ihre Angehörigen weitergeben dürfen, was ja vorher verboten war. Ich meine, das sind natürlich so Maßnahmen, wo man die Soldaten auch an sich bindet. Ja. Wir hatten mit einem anderen Thema schon mal eine ähnliche Diskussion. Gab es da nicht mehr dieses, früher waren die Soldaten mit er angeredet und dann wurde das umgesetzt auf du? Nicht auf du, auf sie. Auf sie. Genau. Ja. War das auch die Zeit oder war das früher, später? Das war vorher schon. Ich meine, das war während der Napoleonischen Kriege, dass sich das änderte. Bei dem Thema Wehrpflicht hatten wir das, glaube ich. Als immer mehr Bürgerliche auch in die Armee kamen, die haben sich sowas natürlich nicht gefallen lassen. Da wurde das dann alles ein bisschen aufgelockert. Aber auch das ist natürlich ein Punkt, wo man sagen kann, ja, die Verhältnisse in der Armee, die haben sich verbessert. Verpflegung an sich, wenn du als Mannschaftsdienstgrad in der Armee gedient hast oder auch als Unteroffizier, dann konntest du in so eine Verpflegungsanstalt essen und da gibt es so viele Regularien, wer was wie wann zu prüfen hat. Also ich glaube, das Essen war vergleichsweise gut in der Kaserne. Also natürlich war den Soldaten so ein Bürgerquartier lieber, weil wenn sie Glück hatten, kamen sie zu einem, der ein bisschen mehr hatte oder was weiß ich, so ein Schreinermeister oder so, wo vielleicht am Mittwoch auch nochmal Fleisch auf dem Tisch stand, statt nur am Sonntag. Haben die natürlich in der Kaserne gibt es. Gab es vielleicht doch dennoch öfter mal Eintopf oder so, aber von der Qualität her glaube ich, dass man in der Kaserne sehr gut gegessen hat. Für die damaligen Verhältnisse. Gut. Also man kann sagen, also insgesamt wurden die Soldaten gut behandelt. Und wahrscheinlich deswegen war es auch von Vorteil, dass sie, oder auch deswegen sind sie nicht gleich
oder haben sie nicht so einfach gemeutert? Ja. Es ist natürlich, wenn man sich jetzt das Jahr 1848 anguckt, haben wir in der Armee allerdings noch ein Thema, wo viele Soldaten und Offiziere altbrüchig geworden sind, und zwar beim Posener Aufstand. Als die Polen... Was war der... 1848, wann war das? Das war im Frühjahr 18, also kurz nach dem März 1848 waren die, haben sich die Polen erhoben in Posen, was ja lange Zeit, oder was heißt lange Zeit, also es gehörte zu Polen. Nach den Napoleonischen Kriegen hat man Polen ja dann nochmal dreigeteilt, mal wieder, zwischen Russland, Österreich und Preußen. Und 1846, meine ich, haben die Polen im österreichischen Teil oder im russischen einen Aufstand gemacht, wurden dann aber von den österreichischen und russischen Truppen geschlagen, sind dann vielfach in den preußischen Teil emigriert, wo sie dann interniert wurden. Und es hatte natürlich zur Folge, dass 1848 dann im preußischen Teil ein Aufstand stattfand, wo auch sehr hart gekämpft wurde. Und da wurden mitunter natürlich lokale Regimente eingesetzt, von denen dann viele polnische Soldaten desertiert sind, um sich den polnischen Aufständischen anzuschließen. Da weiß man auch nicht, wie viele Zahlen. Wenn man jetzt zum Beispiel in Regimentsgeschichten liest, dann wird dann natürlich mal die Treue zum König hochgehalten, bla bla bla, und es gingen nur wenige zum Feind über. Wenn man dann einen Bericht über das Gefecht liest, dann steht da, es sind 30 Mann übergetreten, darunter 3 Leutnants und 5 Hauptmänner. Wenn ich mir das anhöre, dann finde ich das schon recht so, krass. So mitten im Gefecht verabschiedet sich mal eben der Hauptmann mit 2 Leutnants, dann sieht es für die Kompanie schon schlecht aus. Hier steht mal eben fast führungslos da. Naja, vor allem kann ich mir nicht vorstellen, dass keiner von den Normalsoldaten mitgelaufen ist, eigentlich. Irgendwie. Wenn der Hauptmann schon sagt, du Leute, hier, das ist doch doof. Der ist übergelaufen, weil er Pole war. Ja gut, aber die normalen Soldaten waren doch dann auch mehrheitlich polnisch, oder? Die waren gemischt. Ah, okay. Also es muss ja auch nicht heißen, dass alle Polen freiheitsliebend oder polnisch-national waren. Mhm. Oder zumindest in den Kampf gut geheißen haben. Ja. Ich meine, denen ging es vielleicht, wenn ich mir das Elend der schlesischen Weber angucke, vielleicht ging es denen bei der Armee auch ganz gut. Ja. Wer weiß, ob das immer besser ist unter einer neuen Ordnung. Mhm. Also die Regimente haben sich nicht aufgelöst, insofern gehe ich davon aus, dass halt nur die ganz Radikalen wirklich übergelaufen sind. Ja. Und wie gesagt, das ist so im inneren Zustand, das so möchte ich eher so als Besonderheit. Aber da haben sich denn preußische Truppen denn geweigert, dahin zu gehen, oder? Nein, die preußischen Truppen sind schon ausgerückt. Aber während der Gefechte oder auch wenn sich die Gelegenheit geboten hat, sind die Soldaten halt desertiert, um überzulaufen. Ja, okay, so meinst du das. Verstehe. Nee, mit den Weigerungen, das war halt 49, als dann die Landwehreinheiten dann sagten, wir haben keinen Bock. Hm. Ja gut, da kommen wir ja noch extra drauf hin. Aber eigentlich können wir das jetzt, das zählt ja eigentlich auch zum Zustand der Armee. Hm. Stimmt auch wieder, ja. Ja, also es war ein Unterschied. Die Bataillone, die Landwehr war ähnlich organisiert wie so ein Linienregiment. Es hatte halt auch 3 Bataillone zu der Zeit. Und die waren halt natürlich auch regional stark verwurzelt. Wenn ich zum Beispiel, als Beispiel möchte ich jetzt mal das Iserlohner beziehungsweise das 16. Landwehrregiment nehmen. Das war in Iserlohn war eins, dann war eins bei Meschede, ein Zeughaus. Ne, da waren die Bataillone quasi, die Bataillonsstämme waren dort stationiert. Und eins war noch bei, lass mich liegen, da oben bei Unna in der Ecke irgendwo. Und das Bataillon aus Meschede zum Beispiel war ausgerückt nach Dänemark, nach Schleswig-Holstein, die Männer und Frauen dort in ihrem Freiheitskampf zu unterstützen. Und dieses Bataillon hatte zum Beispiel gar kein Problem damit auszurücken.
weil es ging um die deutsche Sache. Mhm. Als dann 1849 die Mobilmachung für die restlichen Bataillone kam, zum Beispiel in Iserlohn, hieß es, nein, wir wollen ja nicht gegen unsere deutschen Brüder kämpfen, in Baden, in der Pfalz und in Sachsen. Haben die halt ihre Einkleidung und ihre Einberufung verweigert. Ebenso in Berlin. Ja, man muss sich vorstellen, Landwehr, das sind halt die Bürger, das sind die Arbeiter, die standen vorher noch auf der Barrikade und sollten jetzt plötzlich für den König die Demokraten niedermetzeln. Das ist natürlich doof. Ja, in Berlin hat der König dann offiziell die Fahne zum Beispiel dem Garde-Landwehrbataillon entzogen. Mhm. Und daraufhin sind die dann ganz kleinlaut doch unter die Waffen getreten und sind dann über Westfalen nach Baden marschiert. Ja. Ja, und in Iserlohn, ja, da musste man erst mit eisernem Besen kehren, bis die Jungs dann doch gezwungenermaßen darunter marschiert sind. Mhm. Aber das war, in der Landwehr war das natürlich ein Problem. Ja, kann man vorstellen. Zum inneren Zustand der Armee. Das sind jetzt so die zwei krassesten Fälle von Verweigerung, wo halt die ganze Einheit gesagt hat, wir gehen nicht los, die mir zu ad hoc einfallen. Aber im Großen und Ganzen können wir, glaube ich, abschließend zu dem Thema sagen, der innere Zustand der Armee war sehr gut. Vor allem treu und fest zum König. Hm. Sagen wir zur Regierung. So. Ja. Also im Endeffekt, die Landwehr war ja praktisch, ist ein anderer Begriff für die Bürgerwehr. Nein, die Landwehr ist, du hast das stehende Heer und dann hast du halt noch Milizen. Also vielleicht kann man die Landwehr eher mit einer Miliz, oder eine Bürgerwehr, ja doch eine Miliz. Aber was ist der Unterschied zwischen einer Miliz und einer Bürgerwehr? Bürgerwehr ist für eine aus Bürgern einer Stadt für eine Stadt. Die Miliz ist aus einem Landkreis für das ganze Land. Also die Miliz verteidigt die Nation. Kannst du vergleichen mit den Amerikanern. 1812 zum Beispiel, wo die Miliz dann einberufen wurden. Oder sogar im Bürgerkrieg noch. Im amerikanischen Bürgerkrieg, wo dann Milizen sich dann halt als Kompanie in Regimenter haben eintragen lassen. Milizen verteidigen halt den Staat oder die Provinz meinetwegen. Und das war ja eigentlich auch der Hintergedanke, dass die Landwehr sollte ja eigentlich nur im Verteidigungsfall mobilisiert werden dürfen. Das war ja das große Thema, weswegen die Landwehrsoldaten ab 1849 gesagt haben, der König ist eidbrüchig geworden, ich bin ihm nicht mehr verpflichtet, weil er halt einen Angriffskrieg in Anführungszeichen führen wollte mit der Landwehr. Weil Preußen wurde nicht angegriffen. Preußen wurde um Hilfe gebeten. Mhm. Und dafür hätte auch das stehende Heer gereicht. In den Augen der Landwehrmänner. Also im Augen der Landwehrmänner, wenn zum Beispiel Dänemark in Preußen einmarschiert, hätten die Landwehr praktisch bis zur preußischen Grenze gekämpft und viel was darüber hinausgegangen wäre, da hätte dann die normale Armee. Nee. Zum Beispiel ist die Landwehr. Ach so, also dann gibt's richtig auch Frankreich gegangen. Also das Problem war ja, dass der Deutschland angegriffen hat. Okay. In Anführungszeichen. Ne? Also, um das jetzt mal vereinfacht darzustellen, war Dänemark ja der Aggressor. Und deswegen muss den deutschen Brüdern ja geholfen werden. Deswegen war das weniger ein Problem, zumal die Schleswig-Holstein-Frage sehr populär war. Deswegen war das weniger ein Problem, nach Norden zu marschieren als nach Süden. Weil letztendlich, da muss ein Großherzog halt seinen Thron verlassen, aber letztendlich Baden wäre ja in Deutschland geblieben. Das wäre nur ein Problem für die Fürsten gewesen, aber nicht für die Bürger. Ja. Ich verstehe. Und eine Bürgerwehr, nochmal um darauf kurz zurückzukommen, eine Bürgerwehr, die war halt wirklich als Polizeitruppe gesehen, um das Hab und Gut der Bürger zu verteidigen. Das heißt, wenn die Arbeiter auch revoltiert werden, werden die Bürger gekommen. Wir reden hier von den mittleren und höheren Beamten, Kaufleuten, wohlhabenden Fabrikanten etc., die halt einen Bürgerbrief besaßen und in der Bürgerwehr dienen durften. Die hätten dann auf den Pöbel geschossen und dafür gesorgt, dass es ihrem Eigentum und Besitz gut geht. Ja. Das war eine Bürgerwehr. Es gab demokratisch gesinnte Bürgerwehren, die halt dafür auch ein bisschen gesorgt haben, dafür gesorgt haben, die sich halt der demokratischen Sache verpflichtet fühlten.
Es gab halt wirklich konservative Bürgerwehren, die nur dafür gesorgt haben, dass Ruhe und Ordnung eingehalten werden, zusammen mit dem Gendarm, dem königlich-preußischen, und für dafür gesorgt haben, dass der Pöbel da bleibt, wo er hingehört, in der Gosse. Überspitzt gesagt, aber so haben die wahrscheinlich gedacht. Ja. Ich muss da gerade an ein Zitat von Friedrich Harcourt denken, der dem Pöbel als, der nicht dem Pöbel, sondern das Proletariat, das Faule, als Krebsgeschwür der Gesellschaft bezeichnet hat. Ah, ja, okay. In welchem Zusammenhang? Einfach nur so allgemein. Er hatte einen Brief an seine Arbeiter geschrieben, und der fleißige Arbeiter, der königstreu und strebsam ist, das ist das Ziel, wo doch jedermann hin sollte, und wer als Proletarier sich dem Suff und dem Nichtstun hingibt, der ist das Krebsgeschwür der Nation oder der Gesellschaft. Irgendwie so hat er sich ausgedrückt. Brief ist bestimmt gut angekommen bei seinen Angestellten. Der wurde auch in der Zeitung veröffentlicht, so ist das nicht. Okay. Sag mal so, Friedrich Harcourt, also in der Stadt Wetter an der Ruhr, da wird ihm so manches Denkmal gesetzt. Ich bin da auch ein bisschen kritisch, also gerade 49, was er sich, oder 48, 49, was er da so ein bisschen vom Stapel gelassen hat. Sein Bruder war noch schlimmer, der hatte in Hagen, also heute gehört es zu Hagen-Haspe, der hatte da eine Fabrik, der war sogar so weit zu gehen, dass man doch bitte eine Ausgangssperre für den Pöbel erlassen sollte. Ab einer gewissen Uhrzeit sollte sich keiner mehr von dem Kropfzeug zeigen, seiner Meinung nach. Das war auch interessant. Okay. Nett, ja. Ja. Malochen ja, aber nicht feiern gehen. Nee, genau. Genau. Die sollten noch nicht in die Wirtshäuser gehen, weil da war ja die Wurzel allen Übels. Mhm. Da ja, hat man ja Programm halt über Demokratie gesprochen. Pfui. Mhm. Ja. Da gibt es auch dieses, dieses Lied für wahr, gelustig ist der, nee, gelustig ist der Staat, der solche Bürger hat, oder wie? Ja, ja, genau. Also, für die, die es nicht wissen, es gibt ein Lied, ich weiß jetzt gerade akut nicht mehr, wie es heißt. Da geht es darum, dass die halt philosophieren über den Staat und wie es weitergehen soll und auch Demokratie, und dann heißt es halt zum Schluss, und die Uhr schlägt, keine Ahnung, 8 und dann ist es aus und wir gehen alle nach Haus oder so. Also die reden nur drüber, machen aber. Brav nach Haus ist wichtig. Brav nach Haus. Wir gehen ja, genau, brav nach Haus. Brav nach Haus. Das erwachte Bewusstsein heißt das Lied, glaube ich, bei einer Pfeife Tabak oder irgendwie so. Ich glaube, erwachte. Ah, genau, bei einer Pfeife Tabak. Einer Pfeife Tabak? Ja, ja, genau. Bei einer Pfeife Tabak. Es gibt auch ein von der Leipziger Volkssessions oder wie die heißt. Hm? Ja, die haben das. Gibt auch eine schöne CD über die Revolution. Ah, von Hoffmann von Fahlersleben. Genau. Mehr von der Barrikade oder so heißt die CD, glaube ich, ohne Werbung machen zu wollen. Ja, es gibt es auch bei Spotify etc. So CD, glaube ich, auch noch irgendwo Restbestände. Noch ist er nicht tot, komm. Vielleicht gibt es sogar noch eine Vinyl-Schallplatte. Das stimmt. Die ist ja auch noch nicht ganz tot. Ja, die kommt ja auch wieder. Ja. Okay, dann kommen wir mal zum nächsten. Ja, lass uns das damit abhaken. Innere Zustand. Genau. Okay. Baden. Die Revolutionäre haben gesagt, Baden ist jetzt Demokratie. Und der Herzog hat gesagt, Fürsten aller Länder, kommt mir zur Hilfe. Einigt euch. Genau. okay, ich versuche das ganz, ganz kurz und grob zu umreißen. Man mag mich schelten. Großherzog von Baden war an und für sich ein sehr liberaler Fürst, beziehungsweise hatte eine Regierung im Vormärz, die sehr liberal war. Also Baden war mit eins der liberalsten Länder in Deutschland. Hm. Vermutlich auch ein Grund dafür, dass die revolutionäre Bewegung in Baden so erstarkte, weil ihr halt wenig an Druckmittel entgegengesetzt wurde, als vielleicht in Preußen oder Bayern. Hm. Als dann
die Übergangsregierung aufgrund der Volksvereine etc. pp. Ziemlich verworren und kompliziert. Auf jeden Fall wurde eine Übergangsregierung mit dem Brentano an der Spitze gewählt. Und der wollte oder hat sich so verstanden, er war recht liberal, er wollte als in Anführungszeichen Premierminister des Großherzogs quasi Baden jetzt in die neue Ordnung führen oder wie auch immer. Ah, und das ist irgendwie schiefgegangen. Aufgrund dessen, dass dann auch das Militär meuterte, beziehungsweise das hat das ja erst möglich gemacht, aber das Militär meuterte und der Großherzog fühlte sich nicht mehr sicher und es lief alles nicht so, wie er wollte, und dann ist er halt geflohen und hat dann erst die Preußen und dann den Deutschen Bund um Hilfe gebeten, in seinem Land wieder für Ruhe und Ordnung zu sorgen. So. Mhm. Dann hat Preußen natürlich gleich gesagt, klar, machen wir, Kumpel, hier, ne? Mit dem Gesocks räumen wir auf, gegen Demokraten helfen nur Soldaten. Und der Deutsche Bund hat dann später auch gesagt, ja, wir rufen die Bundesexekution aus, was sozusagen legitimierte, die anderen Fürsten legitimierte mit einer Streitmacht unter Befehl des Deutschen Bundes in Baden einzumarschieren. Mhm. Jetzt war die Besonderheit in Baden, dass ja das Militär gemeutert hat. Also das heißt, die badischen Revolutionäre konnten auf ungefähr, um einfach mal eine Zahl zu nennen, auf ungefähr 20.000 reguläre Soldaten zurückgreifen. Problem der Badener war, dass sie, ich sag mal, 95% der Offiziere dem Großherzog treu geblieben sind oder ihr Dienst quittiert haben. Damit fehlte natürlich der Kopf der Armee. So, und was haben die Badener gemacht? Sie haben sich ihre Offiziere selbst gewählt. So, und wen wähle ich mir zum Offizier? Der für mich am angenehmsten ist. Ne? Der mir dann das Bier hinstellt und sagt, komm, ich möchte jetzt gern Major sein. Ja. Hatte natürlich den Nachteil, dass mit der Qualität der Armee nicht mehr so viel her war. Also der badische Soldat an sich war nicht besser oder schlechter als der preußische, was das Militärische anbelangt. Aber die Führung war halt, naja, fragwürdig. Und Siegel, der Kriegsminister war und auch Oberbefehlshaber, war vorher Leutnant gewesen im badischen Militär. Halt nur Leutnant. War jetzt auch nicht so dufte und deswegen hat sich dann die Führung ein bisschen umgesehen und hatte dann in den Polen Ludwig Mirosławski die Hoffnung, dass er das badische Militär oder die badische Armee zum Sieg verhilft. Also man muss dann schon sagen, dass die badischen und pfälzischen Einheiten quasi als eins gegolten haben. Aber auf jeden Fall sollte Mirosławski den Oberbefehl übernehmen. Und Mirosławski war ein Veteran des Polenaufstandes von 48, war dann nach dessen Niederschlagung nach Frankreich emigriert. Von Frankreich aus war er nach Süditalien gegangen, um da mit den Demokraten gegen die Bourbonen zu kämpfen. Ist dann wieder nach Frankreich zurückgekehrt und wurde in Paris dann rekrutiert für Baden. Ja, nun sprach Mirosławski aber überhaupt kein Deutsch, nur Französisch. Und die Badener haben das sowieso nicht verstanden, wieso jetzt so, ich sag das jetzt mal ganz böse, wieso ein Polacke uns jetzt hier kommandieren soll. Das gab also da schon mal Verständigungs- und ja, Vertrauensprobleme. Nichtsdestotrotz, der Mirosławski war, glaube ich, kein schlechter Soldat. Er hat gleich erkannt, dass Baden am Neckar verteidigt werden kann, sehr gut sogar, weil Württemberg, das Königreich Württemberg, sein Gebiet für neutral erklärt hat. Mhm. So war der Neckar natürliche Grenze, die Soldaten aufgestellt, die Preußen mussten von Norden kommen. Ja, war eine gut zu verteidigende Stellung. Jetzt möchte ich noch kurz nochmal zurückgreifen auf den inneren Zustand der Armee, da hatte ich nämlich die bayerische Armee angesprochen. Und zwar vom Bund aus war der Plan, dass halt die Preußen und Bundessoldaten, also aus Mecklenburg, Hessen, Nassau und wie die ganzen Fürstentümer so heißen, die sollten von Norden einrücken und von Süden sollten die Bayern kommen. Jetzt hatten die Bayern ein Armeekorps aufgestellt, das vom Bodensee aus in den Seekreis, in den Badischen Seekreis einmarschieren sollte. Jetzt muss der Zustand der Truppen oder der Soldaten in diesem Armeekorps aber
so sympathisierend mit den Badenern gewesen sein, dass die Offiziere sich nicht trauten, die badische Grenze zu überschreiten, weil sie Angst hatten, dass entweder die ganzen Soldaten desertierten, um nach Hause zu gehen oder zu den Badenern überzulaufen. Das heißt, die Bayern marschierten vom Süden nicht ein, was natürlich für Miroslavski ein super großer Glücksfall war oder für die Badener an sich. Das heißt, der Feind kam wirklich nur von einer Seite, von Norden, und alles wäre gut gelaufen. Das ist die Ausgangslage. Ich höre ein Aber. Ja, aber das Problem war, dass die Pfälzer sich als erstes hatten, sind Tiroler Oberbefehlshaber, den Herr von Fenneberg. Der hat sich dann aber aus dem Staub gemacht, kurz nachdem er den Oberbefehl bekommen hatte, weil er sich wohl mit der Regierung in Kaiserslautern überworfen hatte, wie auch immer. Der hat sein Amt niedergelegt, und dann kam der General, weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, ich nenne ihn jetzt mal Schneide, ein Pole. Dieser General war erfolgreicher Kavalleriegeneral unter Napoleon im Russlandfeldzug und später auch während des polnischen Aufstandes und auch, glaube ich, vorher in der polnischen Armee. War allerdings immer nur Befehlsempfänger gewesen und Kavalleriegeneral. So. Und dieser Mann wurde jetzt damit beauftragt, der Oberbefehlshaber der pfälzischen Reichsscharen zu sein. Also, ne? Es sind nur wenige bayerische Soldaten in der Pfalz übergelaufen. Das heißt, man musste sich von den Volkswehren und Bürgerwehren und Freischaren und was weiß ich, hat man da so ein Konglomerat aus bunt zusammengewürfelten Haufen, hat man da als Armee dann versucht aufzubauen. Und als Schneide dann wohl seinen Posten angetreten ist, hat er sich erstmal darum gekümmert, dass er eine tolle Uniform hat und Tagesbefehle gegeben, die schon vor 3 Tagen gegeben wurden und solche Sachen. Also er war, sagen wir, rundheraus, er war überfordert mit seinem Posten. Ne, weil er halt nie wirklich Oberkommando geführt hat, keine Erfahrung etc. Und dieser junge Mann, war er ja nicht mehr, er war ziemlich alt, dieser Mann hat halt versäumt, seine Truppen richtig aufzustellen. Als die Preußen in die Pfalz eingefallen sind, das ging ruckzuck, da waren die Pfälzer über den Rhein in Baden. Und das war eigentlich auch das größte Problem, weil mit den Pfälzern kamen auch die Preußen über den Rhein, fielen Miroslavski in den Rücken. Der hat versucht, bei Warkeusel das Blatt nochmal zu wenden, hat sich aber total verausgabt mit seiner Truppe und durch Verrat oder ein Missverständnis, man weiß es heute nicht mehr so genau, hat sich die badische Armee dann aufgelöst, ist heillos nach Norden geflohen, und Miroslavski hat dann mit dem Rest hauptsächlich reguläre badische Truppen und ein kleiner Haufen Freischärler hat er sich dann in einem gewagten Flankenmanöver an die Murg retten können, hat sich dann da verteidigt gegen die Preußen. Aber da war die Moral schon so weit am Boden, dass alles nur zusammenbröckelte, Rastatt eingeschlossen wurde und Miroslavski dann gesagt hat, gut, dann verdrücke ich mich mal, bevor sie mich kriegen, wieder nach Frankreich. Siegel hat dann übernommen, hat die badische Armee, die noch vorhanden war, den kleinen Rest in die Schweiz geführt, in die Sicherheit. Und Rastatt hat dann kapituliert mit dem bekannten Ergebnis der Standgerichte und der Schießung. Siegel, ist das der gleiche Siegel, der dann auch im amerikanischen Bürgerkrieg dann da... Genau, der Franz Siegel, das ist der gleiche. Ja, was er in Baden gut konnte, Rückzüge organisieren, konnte er im Bürgerkrieg genauso gut. Ja. Böse, sehr böse. Böse war... Er hatte halt Pech. So kann man das auch sagen, ja. Ja, er weiß, was dahinter steckte. Ja. Okay. Also das ist zum Rahmenprogramm des badischen Feldzugs quasi. Jetzt möchte ich ganz kurz, wenn wir über die preußische Armee reden, da hat man immer gleich das Bild vor Augen. 70, 71, perfekt organisiert. Die Reihen ausgerichtet gegen den Feind, alles klar, die Bilder, die im Museum hängen oder die man so aus Geschichtsbüchern so im Kopf hat, die preußische Armee unhaltbar, unschlagbar, alles klasse. Das war in Baden absolut nicht so. Also da war man noch weit von entfernt, weil in Baden hat sich eigentlich erst so was, alles, was später so hoch
hochgehoben wurde, war der erste moderne Krieg mit der Bahn angereist, Telegrafen benutzt, das hat es in Baden alles schon gegeben. Aber dann musste das halt alles noch ausprobiert werden. Also es gab Einheiten, die sind nach Baden marschiert, die sind mit kaputten Schuhen da angekommen, weil die von Wesel aus losmarschiert sind bis nach Baden, die ganze Zeit zu Fuß und keine Ersatzschuhe, die mussten barfuß laufen. Es gibt einen Bericht von einem Haller Landwehrbataillon, was bei Iftsheim, das liegt neben Rastatt, wo die sich dann auf die gefangenen Rebellen gestürzt haben, um da die Schuhe von denen zu kriegen, weil die selber wunde Füße hatten, weil die ganze Schuhe durchgelaufen waren. Beziehungsweise das war ein Landwehrbataillon, da waren die Schuhe zusätzlich auch noch schlecht eingefettet worden zuvor. Die Ausrüstung, die freien Pferde, das war alles bei der Mobilisierung, das musste alles so schnell gehen, das war überhaupt nicht vollständig. Die mussten Zeug mitschleppen, zum Beispiel Sattelzeug und Zaumzeug und sowas für die Packpferde. Hatten überhaupt keine Packpferde. Das Zeug lag irgendwo rum, wurde irgendwann vergessen und als man es dann brauchte, war es nicht mehr da. Die hatten in jedem Dorf haben die Wagen requiriert, um irgendwelche Lebensmittel mitzuführen. Mit dem Ergebnis, dass die nachrückende Einheit A, keine Lebensmittel mehr hatte und B, keine Wagen, um kaputte Wagen zu ersetzen. Musste dann hinterher ein Befehl erlassen werden, dass pro Bataillon nur noch ein Wagen für Verwundete mitgeführt werden soll. Es durfte kein Wagen mehr für Verpflegung etc. Mitgenommen werden, was dann dazu führte, dass zum Beispiel nach dem Gefecht bei Kuppenheim die Soldaten die toten Husarenpferde ausgeschlachtet haben, um was zu essen zu kriegen, weil es nichts mehr gab. Die folgten den Badenern. Die Badener verpflegten sich aus dem Land heraus. Das heißt, die sind, meinetwegen, sind die nach Kuppenheim reinmarschiert, haben da das ganze Lebensmittellagerbedürfnis und alles, was sie brauchten, haben sie da requiriert. Und dann kamen die Preußen und fanden ein leergefressenes Dorf vor. Da gab es nichts. Und so schnell, wie die Badener sich zurückziehen konnten und die Preußen nachgerückt sind, so schnell konnte der Nachschub überhaupt nicht folgen. Der musste dann ja aus den umliegenden Ländern, Württemberg, Hessen, aus Bayern und aus Preußen musste der herangeführt werden, weil Nordbaden, das war so leergefegt. Wobei es jetzt meiner Meinung nach sowieso kein reicher Landstrich ist, wenn ich jetzt an den Odenwald denke. Die haben da auch immer schon Probleme gehabt mit der Verpflegung. Das war ein Chaos. Also für die normale Bevölkerung, die hatten praktisch schon Hunger gelitten, aber durch die badische Armee war es dann leer und der letzte Rest wurde dann auch von den Bundestruppen und vor allem von den Preußen aufgegessen. Ja, genau. Wenn sie noch was gefunden haben. Also es gibt Berichte aus Regimentsgeschichten, aber auch von Zeitzeugen, die dann berichten, dass ein Major aus der Vorhut, die haben ein Rind gefunden und es wurde dann gleich geschlachtet, bevor dann irgendwelche nachrückenden Truppen es für sich in Beschlag genommen haben, nur damit seine Jungs was zu essen hatten. Das war wohl ein sehr mageres Rind. Und dann sind die dann drüber hergefallen. Weil wenn ich mir vorstelle, ich habe gerade an einem Gefecht teilgenommen, bivakiere dann da und vor lauter Hunger fange ich dann an, da die toten Pferde dann aufzuschneiden. Dann können wir uns heute nicht vorstellen. Für die Menschen damals war es wahrscheinlich weniger Überwindung. Wahrscheinlich so der eine oder andere Metzgergeselle oder Bursche dann in der Truppe war. Da war das vielleicht nicht ganz so problematisch. Aber ich glaube, Hunger, egal, dann macht man alles. Ja, die haben kein Stroh für ihre Hütten gehabt zum Schlafen oder so. Die haben dann versucht mit Gras oder selbstgeschnittenem Heu oder sich da irgendwie zu behelfen. Das war halt, dadurch, dass sie keine Zelte hatten und so, haben die halt dann auch im Regen einfach nur mit ihrem Mantel gepennt. Was allerdings, zum Beispiel kurz vorher, 48, war ja der Feldzug in Polen. Und da hatte man sehr viele Ausfälle an heißen Marschtagen, einfach aus Erschöpfung. Und da hat man in Baden und in der Pfalz zum Beispiel, und gerade die Pfalz ist ja recht hügelig und bergig, hatte man daraus schon die Konsequenzen gezogen, dass man sagte, okay, alle nehmen den Tornister ab, nur noch den Mantel und das Kampfgepäck. Und der Tornister und das schwere Gepäck kommt alles auf den Wagen und wird hinterhergefahren. Ja, also die preußische Armee ist ja lernfähig. Was sich ja auch zeigt. Ne?
ich sag mal dann 64 hat man dann halt aus 48, 49 gelernt und 70, 71 hat man dann die Erfahrung von 64 dann auch noch gleich umgesetzt. Hm. 66 dann. Und das hat ganz gut geklappt. Nur wie aber gesagt. Das, Sie hatten ja jetzt keine Wagen. Das war ja während des Einmarsches dann schon noch. Das waren ja erst später im Feldzug, wo man dann sagte, das geht einfach nicht mehr. Als die in den Pfalz einmarschiert sind, hat man den Regimentern gesagt, komm, Berg steigen und so, ich will nicht, dass ihr alle reihenweise umfallt. Ne, Gepäck auf dem Wagen und so marschieren. Ah. Ja, das war also nicht so toll. Nee, also Baden war für den preußischen Soldaten, glaube ich, eine entbehrungsreiche Zeit. Zumindest zum Anfang, als dann Rastatt umzingelt war und die Armee in die Schweiz abgehauen ist, dann konnte man natürlich auch Nachschub aus dem Süden des Landes holen. Und dann war das natürlich alles ein bisschen einfacher. Da relativierte sich das. Aber so die ersten Zeit, und wenn wir hier nur von einer Woche sprechen, kann das schon auch für die Moral natürlich sehr, sehr hart sein. Ja, klar, wenn man nichts zu essen hat, dann bist du nicht unbedingt gut drauf. Nee, und was das dann für die Zivilbevölkerung bedeutet, ich meine, ich habe, es gibt ein Buch von einem Zeitgenossen, der in Baden als preußischer Soldat gewesen ist, und der schildert dann halt, was so da passiert ist. Ich möchte dann nicht in der Haut der Badener gesteckt haben, als die Preußen da waren. Also das badische Wiegenlied, das hat durchaus seine Berechtigung, denke ich. Das krasseste Beispiel ist, wie er beschreibt, wie dann eine Horde von 5 Soldaten bei dem Nachbarn seines Quartierwirts einfällt und die Töchter vergewaltigt, 16 und 17, und die beiden Mädels überleben das nicht. Also das erinnert mich auch immer so an die Geschichten von meiner Oma, als die Russen kamen. Also es ist, das muss grausam gewesen sein. Ich dachte, es gibt immer so diese Gerüchte, dass die Preußen da diszipliniert waren, sage ich mal. Ach, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es gibt so viele, es gibt einen Tagesbefehl, nein, kein Tagesbefehl, einen Brief von Miroslavski an von der Gröben, glaube ich. Der hatte ein preußisches Korps befehligt, und darin schreibt er, dass die Preußen doch bitte sich ein Beispiel daran nehmen sollten, wie die Baden damit ihren Gefangenen umgehen. Wenn er noch weiter hört, dass badische Gefangene von den Preußen misshandelt werden, dann werde er entsprechend Maßnahmen ergreifen. Das war teilweise so, das beschreibt auch ein Landwehrsoldat in seinen Erinnerungen, dass wenn die badische Gefangene selbst, was weiß ich, hinter der Linie auf Wagen schon gefesselt und so saßen die da, sind dann an einer Marschkolonne lang gefahren, da sind die Soldaten plötzlich auf die gestürzt und haben die niedergeknüppelt und geschlagen, getreten, misshandelt, und die Offiziere haben erstmal eine Zeit lang lächelnd zugeguckt, bis sie dann irgendwann eingegriffen haben. Und dann durfte der Arzt mal drüber gucken. Also das, nee, die haben da gehaust und gewütet, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Heidelberg war, bin mir nicht ganz sicher, da müssen die Straßen ausgesehen haben, da lag der ganze Hausrat auf den Straßen, das beschreibt auch ein Augenzeuge, der dann sagt, dass er wollte Schreibzeug haben und ist halt in den Laden gegangen, hat dafür bezahlt und haben ihn die Badener oder der badische Kaufmann, der hat ihn wohl angeguckt, als sei er aus einer anderen Welt, weil er bezahlen wollte, während sich ringsum alle Namen, was sie brauchten. Ja. Nee, also so wirklich auch bei den Hausdurchsuchungen und so, da sind die. Vielleicht war es aber auch gewollt, ich weiß es nicht. Weil die Offiziere, die haben halt oft mal zugeguckt, mitgemacht, wie auch immer. Und erst später dann, bevor es ganz dicke wurde, haben sie dann doch mal eingegriffen. Aber ich glaube, die haben die Badener schon spüren lassen, dass sie A, Ausländer sind und B, besetzt. Wahrscheinlich C zählt noch ein bisschen rein, gerade bei den Landwehrleuten, glaube ich, und bei den Reservisten auch, dass sie einen tierischen Stunk auf die Demokraten hatten, weil sie von zu Hause weg mussten. Zum Beispiel Landwehrmann, was bedeutet das, von zu Hause wegzukommen? Der verliert A, seinen Job, quasi seine Existenz ist absolut gefährdet, und die Existenz seiner Familie auch, wenn er Familie hat, weil die kriegen, ich sag mal so, wenn ein
ich sag mal, ein Arbeiter kriegt jetzt grobe 4 Taler in der Woche. Oder sagen wir zweieinhalb ist realistischer. Kriegt 2,5 Taler in der Woche. So, die anderen Familienmitglieder arbeiten ja auch, dass sie, was weiß ich, 5 Taler in der Woche haben. Und wenn er jetzt wegfällt, quasi nur noch die Hälfte an Kohle. So, und kriegen, aber das, was er verdient, kriegen die vom Staat als Entschädigung quasi für den ganzen Monat. Also, sie kriegen quasi im Monat. Also, statt 4 in der Woche kriegen sie 4 im Monat. Statt 2 in der Woche kriegen sie 2 im Monat. Und das wird dann auch erst gezahlt, nachdem eine Kommission darüber befunden hat, ob er überhaupt berechtigt ist. Ja, da ist er schon längst wieder da. Bevor die das erstmal Geld sehen. Geschweige denn, ne, sein Lohn, der wird ihm ja auch 3-mal im Monat, also er kriegt ja am Anfang 1/3, in der Mitte 1/3 und am Ende 1/3. Und er muss ja, wenn er nichts zu essen hat vom Militär und überleben will, kauft er sich vielleicht sowas oder alltägliche Dinge, was weiß ich, ein Spiegel ist zerbrochen, Kamm, eine Bürste, was weiß ich, er will ja auch mal einen trinken mit den Kameraden. Kann er was nach Hause schicken, das lohnt sich ja gar nicht. Da hat er ja gerade mal genug, um was zu trinken im Beutel. Ne, dass die sickig waren, da loszumarschieren, das ist dann, glaube ich, liegt dann auf der Hand. Ja, ob man deswegen vielleicht misshandeln muss, aber das war damals halt eine andere Zeit. Ja. Aber wie gesagt, die Baden hatten nichts zu lachen. Und es traf vermutlich vermehrt diejenigen, die sowieso nichts damit zu tun hatten. Gebrachte Holzgeben sind, wie immer. Ja, es ist wie immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja. Naja, das war halt die Situation der preußischen Armee in Baden. Also es war ja geschuldet dem schnellen Rückmarsch der Badener, dem schnellen Zerfall der Linie. Andererseits war es für die Soldaten natürlich gut, ne? Ich meine, jedes Mal, wenn es zum Kampf... Also meinst, sie waren zu schnell zu erfolgreich, sodass dann der Nachschub nicht mehr hinterher kam. Genau, ja, genau. Ja, es gibt Gefechte, zum Beispiel bei Durlach, da hatten die nur Volkswehr oder Hauptsache nur Volkswehr gegen sich, die Preußen, und dachten, es wird ein leichtes Spiel, mussten aber mit 3 Divisionen gegen eine halbe badische anrücken, weil die so verbissen sich da verteidigten. In anderen Gefechten sind die Badener also sofort weggelaufen. Also ne, du nimmst es auf die leichte Schulter und kriegst eins vor den Deckel oder du denkst, oh, jetzt geht's richtig rund. Und wie zum Beispiel an der Murg, wo die sich da eingegraben haben. Und da kannst du da relativ ohne große Verluste da durch. Ich meine, es gab auch Offiziere, also bei den Preußen, das war ja nicht so ein Kadavergehorsam, wie das später während der Kaiserzeit so war. Da haben wir auch ein nettes Zitat, vielleicht magst du das einspielen. Wie der Hauptmann mit dem einem Dialog in einem Soldat wiedergibt in seinen Memoiren zwischen einem Leutnant und einem Hauptmann, wie es um die Eroberung von einem Wald geht. Ich meine, wenn du das einspielst, dann wird man hören, wie so der Gedankengang der Offiziere war. Also die hatten jetzt keinen Bock, ihre Soldaten mal sinnlos zu verheizen. Ja, ich schau mal. Also wenn es klappt, dann hören Sie jetzt das Zitat. So, mal gucken, ob es geklappt hat. wir hatten noch ein Thema Zeitvertreib in den Lagern, aber auch während der Belagerung von Raststadt. Ich würde aber sagen, das machen wir das nächste Mal, weil jetzt haben wir auch wieder schon eine Stunde rum. Ist es wahr? Ja, das vergeht schnell. So viel drumrum, das ist... Kommen wir mal vom Thema ab, Mensch. Alles gut. Und gerade darauf habe ich mich heute so gefreut, Mensch. Oh. Ja, dann müssen wir einen neuen Termin machen. Ja, also zur Info für euch da draußen, heute ist der 20.04. für die es bis hierhin durchgehalten haben. Die Veröffentlichung ist ein bisschen später. Wir haben im Moment noch auf unserer Webseite auch von Christian geschrieben. Danke nochmal dafür. So einen zeitlichen Ablaufstrahl, wo jede Woche neue Infos kommen. Und wenn die vorbei sind, hänge ich danach die Podcast jede Woche oder alle 2 hinten dran. Dass wir immer mal wieder was Neues auf unserer Webseite haben. Ja, und ihr dürft euch auch freuen, es gibt noch ein kleines Filmchen irgendwann. Vielleicht gibt es das auch zwischendurch. Stimmt.
Mal gucken. Okay. Ja, ich finde das im Moment ganz praktisch mit dem langen Text, den ich so schön verhackstückeln konnte, sodass immer mal wieder was Neues erscheint und so kleinere Sachen kommt. Ui, ich glaube, wir sind schon durch, fürchte ich. Ich glaube, wir haben schon alles veröffentlicht. Ah, der Event. Oh, ich habe vor 8 Stunden eine Eventankündigung Fenstersprung in die Freiheit gemacht. Den sollte ich jetzt, glaube ich, mal wieder wegnehmen. Ja, der ist schade. Der wurde leider abgesagt, ja. Aufgrund der Pandemie. Aber gut, holen wir nach. Genau. Dann nehme ich den mal wieder weg. Also, falls ihr es nicht wisst und ihr irgendwann in weiter Zukunft diesen Podcast hört, wir haben Corona-Krise oder Corona. Ja, Corona halt. So ein Virus. Ja, ihr könnt es im Geschichtsbuch nachlesen. Genau. Es ist die Zeit, wo wir nicht raus durften. Ich hab's überlegt, ne? Irgendwann wird mein Sohn mich fragen, hör mal, Corona, was war da eigentlich? Und dann werde ich sagen, ja, es gab kein Klopapier. Tragisch. Ja, aber auch nur, weil du nicht früh genug gehamstert hast. Ja, richtig. Ja, du hast gedacht, es gibt genug Klopapier. Ja. Wobei inzwischen muss ich sagen, gibt's, glaube ich, wieder genug. Hier nicht. Das liegt daran, dass du auch irgendwo JWD wohnst, ja. Ja, wahrscheinlich. Ich kann sehr froh sein, dass du Strom und Internet hast. Alles so. So, wenn wir jetzt hier Rechner ausmachen, kann ich meiner Frau sagen, kann vom Fahrrad runtersteigen. Genau. Okay, dann, ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Wir machen das dann praktisch irgendwann hinten dran beim nächsten Mal oder übernächsten Mal oder überübernächsten Mal. Also wenn ihr Fragen habt, immer raus damit. Und danke fürs Zuhören, Christian. Danke für deine Zeit und vor allem deine Expertise. Kauft dein Buch. Hier die Chance habe, das alles loszuwerden, was in meinem Kopf rumgeistert. Genau. Und dann wünsche ich euch noch schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend. Ciao. Oh, tschüss.